Hallo Freunde, heute haben wir Früchte in Schokolade. Das ist bei Groß und Klein sehr beliebt. Schön fruchtig, nicht so schwer, fantastisch und wirklich ganz einfach in der Zubereitung. Und jetzt zum Rezept. Hier habe ich Kuchenglasur. Man kann das auch direkt in einem Becher erwärmen. Die sind wohl dafür auch so gedacht, aber ich finde es bequemer, wenn ich einen größeren Teller habe. Das Ganze wird nun im Wasserbad erwärmt. Das heißt, ich habe hier in der Pfanne Wasser oder in einem kleinen Topf und stelle das so hinein. Aufpassen, Wasser sollte hier auf keinen Fall hineinkommen. So, auch immer wieder mal umrühren und das Wasser wird jetzt erwärmt. Das heißt, also, es sollte nicht zu arg blubbern, aber schon heiß. Kochen, köcheln. So. Schaut mal, das geht ganz schnell. Ein bisschen umrühren, dann geht es noch schneller. In der Zeit mache ich nun die Spieße. Ich habe hier ganze Bananen. Schaut mal, ich habe so eher kleinere erwischt. Super, die kann man auch komplett aufspießen oder man zerkleinert die. So, in mundgerechte Stücke. Einzeln aufspießen. Da muss nur ein bisschen Platz dazwischen sein. Okay, aber so, dass man noch den Griff nehmen kann. Und ich setze oben drüber eine Erdbeere drauf. Wunderschön. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass alles Obst, was man dafür nimmt, wirklich gut trocken sein muss. Sonst haftet die Schokolade nicht. So. Apfel. Banane. Erdbeere. Trauben. Auch wunderbar, passt super zur Schokolade. Was mir hier fehlt, ist noch Ananas. Die kann man auch nehmen. Auch gut mit einem Küchentuch trocknen. Super. Das geht auch. Nun habe ich hier die geschmolzene Schokolade. Nehme es so einen Spieß vor und begieße das mit Schoki. Die Kinder, die freuen sich schon total darauf. So. Und dann kommt es aufs Backblech mit Backpapier zum Festwerden. So, die gröbste Schokolade abfließen lassen. Uiuiui, ist einiges an Schoki. So, und das gebe ich jetzt aufs Backblech. Heute an Weihnachten wird es unser Nachtisch sein. Wir haben so schweres Essen und danach was Frisches, Fruchtiges. Fantastico. Was auch wunderschön ist, ist ein ganzen Apfel. Ein kleiner Apfel, der ist sauber und trocken getupft. So, und den kann man nämlich später wunderbar verschenken. Und die Schokolade, die trocknet richtig schnell. Schaut mal, also wirklich nur 2, 3 Minuten, dann ist es trocken. Schaut, wunderschön. Jetzt, wo das Ganze trocken ist, kann ich das nach draußen, also in die Kälte legen oder in den Kühlschrank stellen. So ist es fein. Aber auch wirklich kein Muss. So, wunderbar. Wenn der trocken ist, kann man den eintüdeln in eine so eine durchsichtige Tüte und verschenken. Was man noch machen kann, ist Kokosflocken drüber. Ich lasse es heute so. So, wunderbar. Und wenn man die aufs Backblech mit Backpapier drauflegt, dann sollte man das wirklich schön auseinanderlegen, damit sie nicht zusammenkleben. Meine Lieben, für die 2 Bleche habe ich jetzt 2 solcher Kuchenglasuren benötigt.
Versucht es gar nicht mit was anderem. Also mit Schokolade habe ich es probiert, mit weißer Kuvertüre habe ich auch probiert. Das geht nicht. Das bleibt nicht an dem Obst hängen. Das rutscht dann einfach so runter und ärgert einen nur. Wirklich nur Kuchenglasur nehmen. Vollmilch, da gibt es auch, glaube ich, weiße Schokolade und auch schwarze Schokolade. Ich habe mich jetzt für Vollmilch entschieden. Ich hoffe, dass euch das heutige Video gefallen hat und ihr mir Likes da lässt. Freue mich immer über eure Kommentare. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das immer noch nicht getan habt. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.